Um die Mineralformelberechnung zu verstehen, wollen wir uns mal mit einer Analogie beschäftigen. Und in dieser Analogie ist eine Wandergruppe. Und in dieser Wandergruppe gibt es Erwachsene und dann gibt es noch Kinder. Und zwar einmal ganz normal Kinder und dann auch normale Kinder, aber das sind Zwillinge. Und diese Wandergruppe ist enorm groß. Riesig groß. Wir müssen wissen, wie viele das sind. Wir können die aber nicht zählen, weil die haben natürlich alles gleiche Wanderoutfit an. Also brauchen wir irgendeine andere Lösung. Und die Lösung ist die, in der Ausschreibung stand drin, es dürfen nur Erwachsene mit, die 80 Kilo wiegen. Und es dürfen nur Kinder mit, die 40 Kilo wiegen. Also die wiegen 40 und die Zwillinge wiegen auch jeweils 40. Dann haben natürlich alle ihr Gepäck dabei, also einen Rucksack. Und die Rucksäcke, die müssen auch genau 10 Kilo wiegen, die Zwillinge, die brauchen immer irgendwas Gemeinsames, deshalb haben die noch einen dritten Rucksack dabei, den zusammentragen. Die wiegen aber immer 10 Kilogramm. Was wir also wissen ist, die Erwachsenen, die wiegen mit Rucksack 90 Kilogramm, die Kinder 50 Kilogramm und die Zwillinge zusammen 80 und dann nochmal 30 von dem Rucksack wiegen 110 Kilogramm. Und jetzt steht günstigerweise in der Nähe eine LKW-Waage. Und da schieben jetzt die alle der Reihe nach drauf. Also zuerst mal die Erwachsenen, alle Erwachsenen, und die wiegen 4500 Kilogramm. Die Kinder wiegen alle zusammen 2250 Kilogramm. Und diese Zwillinge, die wiegen 1430 Kilogramm. So, und jetzt ist natürlich relativ einfach auszurechnen, wie viele Erwachsene da sind. Denn alles, was wir machen, ist, wir teilen diese 4500 durch 90 Kilo und wissen, wie viele Erwachsene da sind, teilen das durch 50 Kilo und das durch 110 Kilogramm. Und was da dann rauskommt, ist, dass offensichtlich 50 Erwachsene dabei sind, 45 Kinder und dann noch 13 Zwillinge. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie viele Personen das sind, denn die Zwillinge sind ja doppelt. Ja, wir müssen schauen, bei den Erwachsenen haben wir jeweils einen Erwachsenen, jeweils ein Kind, aber jeweils zwei Personen pro Zwilling. Das heißt, wir haben 50 Personen, jetzt sind es die Personen bei den Erwachsenen, 45 bei den Kindern und 26, also 2 mal 13, bei den Zwillingen. Das ist jetzt die Anzahl der Personen. Und damit können wir, wenn wir wollten, das wollen wir jetzt gar nicht, eigentlich zusammenzählen, wie viele Personen das sind. Also, wenn wir es trotzdem machen würden, dann hätten wir 95, 101, 100. 21 Personen, könnten so leicht auf die Personenzahl kommen. Jetzt aber hat diese Reisegruppe noch was vor. Und zwar will sie auf den Berg. Hat sich jetzt dazu entschlossen, auf diesen Berg. Und auf diesen Berg fährt hier eine Seilbahn hoch. Und die Seilbahnbesetzung ist jetzt ein bisschen besonders, denn die Anzahl der Personen ist nicht so wichtig da drin. Aber da oben gibt es ein Gepäckabteil und dieses Gepäckabteil besteht genau aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ablagefächern. Und die müssen immer voll sein. Also da dürfen nicht 7 rein, da dürfen nicht 6 rein. Die müssen immer voll sein mit 8 Gepäckstücken, also mit 8 Rucksäcken in dem Fall. Das heißt, wir müssen jetzt rausfinden, wenn wir das Ganze voll machen mit 8 Rucksäcken, wie viele Personen können dann immer in so eine Gondel und sollen immer gleich viel rein. Ja? Es soll nicht zuerst mal die ganzen Erwachsenen oder sowas rein, sondern sollen immer gleich viel Erwachsene, Kinder und Zwillinge hier rein. Und das müssen wir jetzt rausfinden. Und dazu schauen wir als erstes mal, wie viele Rucksäcke denn diese verschiedenen Personen haben. Also die Erwachsenen einen Rucksack, die Kinder auch einen Rucksack und die Zwillinge, die haben allerdings 3 Rucksäcke. Das heißt, insgesamt gibt es 50 Rucksäcke, also Total Rucksäcke gibt es 50 bei den Erwachsenen, 45 bei den Kindern und dann 3 mal 13, so viele Zwillinge haben wir ja, und da haben wir dann also 39 Rucksäcke. Das heißt, insgesamt haben wir hier 95 und 40 macht 135, 1 weg, 134 Rucksäcke. So, dann haben wir gesagt, immer 8 Rucksäcke dürfen mit an Bord, also 8 Stück dürfen mit an Bord. Ich nehme mal eine andere Farbe, die ist nicht ganz so sichtbar. 8 dürfen mit an Bord. Das heißt, von den Gesamtrucksäcken dürfen immer
8 von den 134 mit an Bord. Und das ergibt ungefähr 0,06. Also 0,06 all diese Rucksäcke dürfen ja mit an Bord, damit man dann genau auf die 8 kommt. Also 0,06 der 50, also 0,06 mal 50 dürfen mit an Bord, 0,06 mal 45 dürfen mit an Bord, 0,06 von 39 dürfen mit an Bord. Das können wir einfach kurz mal ausrechnen, spaßeshalber. Und das ergibt dann 3, 2,7 und 2,3. Das sind jetzt alles ungefähre Zahlen. In der Summe also 2,3 und 3,7 gibt 5. Und dazu noch die 3 von hier oben und 5 und 3 macht natürlich 8. Also sind genau diese 8 Rucksäcke, die dabei sein dürfen. Jetzt kann ich das gleiche Spiel auch mit der Anzahl der Personen machen. Also, die Anzahl der Personen steht hier. Und dann multipliziere ich diese 0,06 auch mit der Anzahl der Personen und dann weiß ich, wie viele Personen an Bord dürfen. Das ist bei den ersten beiden erstmal dasselbe. Also von denen dürfen dann 3, was nochmal eine andere Farbe, dürfen dann 3 Erwachsene an Bord. Dann dürfen 2,7 Kinder an Bord. Jetzt wird es natürlich ein bisschen unschön mit so Teilkindern. Und dann noch 0,06 und diesmal nicht mal 39, sondern mal 26. Und das ergibt dann 1,6. Wieder, das ist ungefähr. So, und das ist jetzt die Besetzung der Gondel. Also wenn wir jetzt angucken, wie diese Gondel aussieht, dann sind in diesen Gepäckfächern oben, die sind alle schön, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die sind alle schön mit jeweils einem Gepäckstück belegt. Und dann haben wir in dieser Gondel noch 3 Erwachsene, 2,7 Kinder und 1,6 Zwillinge. Wobei jetzt bei Zwillinge das in Personen angegeben wird, also das sind dann 1,6 tatsächlich nicht mehr Kinder, sondern auch Personen oder nochmal Personenkinder, Zwillingskinder. 1,6 Zwillingskinder wäre vielleicht am einfachsten. Jetzt kann man vielleicht ahnen, wobei es da geht. Das hier wäre jetzt die Formel eines Minerals. Die Gepäckstücke sind natürlich die Sauerstoffe. Und vorne haben wir dann die Zusammensetzung. Das heißt, wir haben E3, das sind die Erwachsenen. Dann hätten wir von den Kindern 2,7 und von diesen, nennen wir es mal Zwillingskindern, hätten wir 1,6. Und dann hätten wir hier die Formel ausgerechnet von diesen Mineralen. So funktioniert die Mineralformelrechnung, wenn man das mal mit einem gewissen Analog betrachtet.